Willkommen zurück zu The Cat Lady. Wir sind mit unserer Susan immer noch im Krankenhaus und ja, Susan möchte raus. Sie möchte nicht mehr im Krankenhaus sein. Ob das aber so eine gute Idee ist, wo es ihr doch so schlecht geht, weiß ich nicht. Wir können uns hinlegen. Ich denke mal, das will sie aber gerade nicht. Deswegen, oh, wir können aber auf die Uhr gucken und untersuchen. Die Zeiger sind auf 10.08 Uhr stehen geblieben. Wahrscheinlich ist sie kaputt oder vielleicht braucht sie neue Batterien. In so einem Spiel ist es eigentlich unüblich. Untersuchen. Voller Gummihandschuhe, drei verschiedene Größen. Unüblich im Sinne von, meistens hat es einen anderen Grund. Ich nehme die Handschuhe. Einen Handschuh nehmen, viele Handschuhe nehmen. Ich nehme mal einen. Vielleicht können wir ja wieder zurückkommen, wenn das wichtig sein sollte. Okay, dann gehe ich jetzt mal... Ach, Waschbecken wäre auch noch da gewesen. Moment, geh mal hinein. Waschbecken. Mache kalte Sachen, mach heißes Wasser. Mach den was? Irgendwas? Läuft nicht mehr. Mach mal heißes Wasser. Mhm. Achso, und dann kann ich es wieder ausmachen. Okay. Natürlich ist mein Bild jetzt wieder an der falschen Stelle. Im ersten Part war es oben rechts falsch. Jetzt ist das Bild von mir unten rechts falsch. Medikamentenblatt. Lesen. Eine Liste der Medikamente für die Patienten in Zimmer 2. Das bin dann wohl ich. Ich bekomme scheinbar viele Beruhigungsmittel. Das, was sie mir hier geben, könnte ein Pferd bewusstlos machen und ihm für eine Woche Kopfschmerzen bereiten. Es könnte auch Halluzinationen und Paranoia auslösen. Wie grotesk. Warum würden sie mir all das geben wollen? Ich bin nicht verrückt, das weiß ich ganz sicher. Wenn hier jemand verrückt ist, dann derjenige, der mich ohne medizinischen Grund all diese Medikamente verschrieben hat. Untersuchen. Strauß Margeriten. Ich hasse Blumen. Oh, und ich liebe Margeriten. Komm, riech doch mal dran. Ich mag keine Blumen. Ist mir total egal, wie sie riechen. Gut, dann nimm doch eine. Auf keinen Fall nehme ich die mit. Ich mag keine Blumen. Es riecht nach, ist mir doch egal. Okay, wir können in die Tür... Warte mal, aber bevor wir da reingehen, sollten wir doch mal gucken, wer das ist. Eine Liste der Medikamente für die Patientin, Zimmer 1 und einige Notizen. Diesen Zettel zufolge heißt sie Anne Burton und ist 35 Jahre alt. Sie nimmt viele Beruhigungsmittel und hat schon eine lange Geschichte von Drogenmissbrauch. Darüber hinaus scheint sie Methadon als Heroinersatzdroge zu nehmen. Unten auf der Seite steht, dass sie eine Privatpatientin ist, die auf eigenen Wunsch hier ist. Die Glückliche. Ich glaube, ich komme nicht so einfach aus der Station raus. Wollen wir die mal besuchen? Komm, da gehen wir doch mal rein. Ach, ist gar keiner da. Da können wir auch ran. Und da können wir auch uns Handschuhe nehmen. Wie ist es hier mit der Uhr? Damit wir mal wissen, wie es mit der Uhr ist. Untersuchen. Die Zeiger sind auf 11.40 Uhr stehen geblieben. Sind dann alle Uhren in diesem Krankenhaus kaputt? Oh, was ist, wenn sie das alles auch nur träumt? Wir könnten uns auch hier hinlegen. Hm. Schade, keine da. Oh, ob wir wohl hier Ärger kriegen? Können wir die Schwester? Schaue an. Ich wette, sie glaube, diese rote Brille macht sie attraktiv. Glaubt wahrscheinlich. Ich kenne Leute wie sie nur zu gut. Sehr engagiert im Job und gleichzeitig total hirnlos und engstirnig. Aha. War auch schon ein bisschen vorurteilsmäßig irgendwie. Entlassungsbrief. Lesen. Ein Entlassungsschreiben für Anne Burton. Momentan... Zimmer... Ja, momentan Patientin in Zimmer 1, nehme ich an. Scheinbar hat sie sich selbst eingeliefert und könnte gehen, wenn sie will. Können wir das nehmen? Please do not touch these. Habe ich mir gedacht. They are all confidential documents. Yeah? Well, maybe you shouldn't leave them out on the desk for everyone to see. If you are looking for something to read, we have some magazines for patients here. Thanks, but I think I'll pass. Können wir uns mit ihr trotzdem noch mal ein bisschen unterhalten? Zu ihr hinruckeln? Rede mal mit ihr. Ich möchte jetzt nach Hause gehen. I'd like to go home now. Well, so would I. But there are procedures and a system in place. I can't just let you go like that. What? Hm. Look, I'm very busy at the moment. I'll come and talk to you in a minute, all right? Hm. Können wir noch mehr mit ihr reden? Da waren auch noch ein paar andere Sachen. Ich fühle mich schon viel besser. Könnten Sie mich bitte entlassen? Kann ich bitte telefonieren? Ist Liz hier? Oh.
Is Liz here? And who's Liz? Oh, no. That young nurse who was here last night. Black hair, very chatty. She said her name was Liz. I'm sorry. A lot of people come through here. I can't remember everyone's name. Oh, nicht, dass sie auch nur eingebildet war. Das wäre echt blöd. Can you return to your bed now, please? It's nearly time for your medication. I can't be chasing around after every single patient. Beg your pardon? Look, I'm very busy at the moment. I'll come and talk to you in a minute, all right? Aber das ist auch wieder so typisch, ne? Dass Patienten dann auch so behandelt werden, so an einem Ort, wo sie eigentlich genesen sollten. Das ist doch leider auch der Realität manchmal nahe. Ich meine, die Leute sind selbstmordgefährdet und dann werden die so angepumpt. Das macht es bestimmt nicht besser. Untersuche. Das müssen die Patientenakten sein. Sie sind auf dem Tisch aufgestapelt. Nimm sie. Ah, es war klar, dass sie was sagt. Please do not touch these. They are all confidential documents. Ja, okay. I'll go and get it. Ich wollte nur aufräumen. I'm sorry. Are you one of the housekeepers? Why did you dress up as a patient? I just can't stand mess, that's all. And there's no need to be sarcastic. Who's being sarcastic? Okay, hat leider nicht geklappt. So, wieder zurück zu Susan. Ich glaube, wir müssen irgendwie, also wenn das jetzt ein Point-and-Click-Spiel wäre, dann müssten wir eigentlich die Schwester ablenken. Ja, wir können ja nochmal fragen, ob wir telefonieren können. Das wäre ja auch nochmal eine Option. Das haben wir noch nicht gefragt. Kann ich bitte telefonieren? Can I make a phone call, please? Oh, yes, of course. But the phone's being used at the moment. Mm. Can you please come back in 5 minutes? Mm. Thanks. Mhm. Naja, kein Ding. Noch irgendwas nicht gefragt? Also ich glaube, das andere wird auch nichts nutzen. Die wird uns sowieso nicht gehen lassen, aber vielleicht ist ja jetzt hier die andere da. Nö, natürlich nicht. Was können wir denn da mal machen? Vielleicht nochmal nach rechts gehen? So, stotternd dahin latschen. Ja, öffne die Tür. Da ist jemand. Hello. Drin. I guess I should wait my turn. Okay. Ist das das Klo oder was? Das. Hm. Vielleicht ist da die Patientin drin. Untersuchen. Eine Badezimmertür. Ach, das Badezimmer. Gut. Da ist bestimmt die andere, die N drin. Vielleicht können wir in der Zeit dann doch was machen. In ihrem. Weil sie ist ja gerade nicht da. Ich nehme Handschuhe. Ich nehme einen Handschuh. I've already got one glove in my pocket. Ja, aber dann hast du noch einen aus dem anderen Zimmer. Okay, dann nicht. Hm. Der Uhr können wir auch nichts machen. Und wenn wir uns hier einfach mal ins Bett legen, ist das Quatsch. Vielleicht kommt dann die andere und sagt, ey, das ist mein Bett. Ich leg mich mal hin. Ich schlafe nicht in fremden Betten. Ach so, okay. Ich dachte so als Provokation. Ich mach kaltes Wasser an. Und geh einfach mal raus. Jetzt gehe ich da rein. Und langweil mich. Okay, ich gehe ins Bett. Leg dich hin. Ich will hier wirklich nicht schlafen. Außerdem bin ich eh nicht müde. Okay. Ja. Probieren geht über Studieren, dachte ich. Na gut, dann was mache ich jetzt mit dem Handschuh? Was können wir tun? Hm. Läuft das Wasser da jetzt immer noch? Kann ich da vielleicht irgendwie... Kann ich hier irgendwas benutzen? Meinen Kram. Geh doch nochmal rein. Hallo? Rede mal mit mir. I guess I should wait my turn. Was mache ich mit meinen Handschuhen? Und wenn du einfach mal die Zettel hier... Nee, ne? Dass die einfach mal vertauschen. Namensarmband.
genau. Gib. Okay, gib. Hier ist niemand, dem ich es geben könnte. Ach so. Was kannst du dann... Ja, lass das mal sein hier mit dem Kram. Und wenn du das der Dingsbums gibst... Aber das macht ja auch keinen Sinn. Wenn wir das der Schwester geben... Genau, gib ihr das mal. Gib. Sie wird es ansehen wollen, wenn sie mir meine Medizin gibt. Nicht, dass ich welche bräuchte. Handschuhe benutzen. Brauche das gerade nicht. Okay. Dann reden wir nochmal mit ihr. Kann ich bitte, finde ich für mich schon viel besser. Könnten Sie mich bitte entlassen? I feel much better now. Can you please discharge me? I'm glad to hear that. But I can't discharge you until Dr. X sees you. He should be doing his round very soon. Please return to your bed and wait for him, all right? Kannst du das mit deinem komischen Handschuh nehmen? Benutzen. Wie kann mir dieses Ding helfen, wo, an diesen grässlichen Ort zu fliehen? Ich weiß es nicht. Ach, wir können noch weiter nach links. Ach so. Wachmann. Ja, red mal mit denen. Entschuldigung, wo ist der Ausgang? Lassen Sie mich bitte durch, ich gehe nach Hause. Excuse me, where's the exit? It's just down the corridor, ma'am. Thanks, I'll be on my way then. Can I see the discharge letter first? A discharge letter? What for? Some of our patients are under observation and aren't allowed out of the ward. For their own safety, of course. It sounds like we're prisoners here. It's for the patient's safety, ma'am. If you haven't been discharged by the doctors, I'm afraid I can't let you through. May I ask what your name is? Es ist auch irgendwie mies. Ich meine, jemand, der entscheidet, dass er sterben möchte, also jetzt eine Erwachsene und so, und dann, dass das Recht einem genommen wird, ich weiß nicht. Es ist, regt auch zum Denken an, so dass sie sich jetzt wie eine Gefangene da fühlt, an einem Ort, wo sie wiederum genesen soll. Mein Name ist Susan Ashworth, kann ich jetzt gehen? Mein Name ist Mary Smith, lass mich bitte durch, lass mich einfach gehen, Arschloch. Ich komme später wieder. Mein Name ist Mary Smith. My name is Mary Smith. Let me through, please. I'm afraid there's nothing I can do for you, ma'am. You should talk to the doctor first and come back with a letter and some form of identification. Okay, und wenn wir Namensarmband, ja okay, es bringt mir natürlich jetzt auch nichts an der Stelle. Sorry, ma'am, can't let you through. We'll need to see a discharge letter from your doctor first. Ja, scheiße gelaufen. Right, it seems that a discharge letter is the only ticket out of here. Anscheinend. Okay, dann gehe ich wieder. Ich nehme an, die Schwester ist noch da. Ja, sie ist noch da. Aber vielleicht hat sich jetzt was geändert, weil wir jetzt hier waren. Ah ja, okay. Wir sollen nämlich jetzt zu ihr hin. Da kommt die andere. Die andere Patientin. Das muss die Patientin aus Zimmer 2 sein. Oh Gott, sieht die nicht mal verwirrt aus. So voll lethargisch. Hi. Wollen wir unsere Armbänder tauschen? Komm, mit der reden wir mal. Patientin, schau an. Noch eine Selbstmordpatientin. Seltsam, sieht aus wie jemand, den ich kenne. Reden mit. Ja, die sehen alle aus wie du, das ist Hi. Das Problem. Are you all right? Can we talk for a minute? I can't talk. Please, just leave me alone. I'm trapped here, just like you. I'm trapped here, just like you. Trapped? I don't know. It's just so hard to think without it. But you're a stranger. And you're not one of those lovely nurses either. They look after me so well. I trust the nurses like I trusted my mother. I just want to talk. I need your help. Unless it's mother who sent you. Was it her? Please, tell me it was her. Yeah, sure. I'm a good friend of your mother.
I miss her so much. I can't remember you very well. But you should know this. If you really are a friend, you will know my mother's name. Oh, the name that haunts me. A beautiful name. Sollen wir den jetzt raten? Yeah, sure I do. Yeah. Now, klar. Let me ask you. What is it? Laute dir! Well... Ja. What is my mother's name? Oh ja, deine Mutter. Deine Mutter. Joanne Mary Elizabeth Mandy. Oh, Mandy. Mary? Mary? No, you're wrong. Leave me alone. Please, just leave me alone. Okay. Vielleicht steht das ja auf ihrem... Den Bann? Hier, guck mal, wir könnten ihr das doch geben. Gib. Hier ist niemand, dem ich das gegen... Nein, aber die steht doch hier. So. Gib. Shall we swap our name bands? Mother always told me not to talk to strangers. Oh, bitte. I can't take it. I'm being good now. Only talk to my nurses and good friends. Ja. Okay. Dann müssen wir das rauskriegen mit ihrer Mama. Und das kriegen wir bestimmt raus über ihre Krankenakte, oder? Krankenblatt. Oder stand da noch irgendwas? Ann Burton. 35 Jahre nimmt viele Ann Burton. Okay, Ann Burton. Und dann brauchen wir eigentlich... Können wir vielleicht sie darüber fragen? Reden mit... Ich bitte für mich. Ich fühle mich schon viel besser als Lissy. Sagten Sie diese Wachmänner, dass sie mich jetzt durchlassen sollen. Tell those security guys to let me through right now. I'll tell them in a minute. I just have to finish my writing first. I'm not kidding. I want you to let me go right now. Could you calm down, please? Uh-oh. There's no need to be rude. What? I'm not being... I'll be with you in a second. We're looking after a lot of patients here, not just you. Let me finish this. Okay, das hat nicht geklappt. I can't remember what I was going to write. I have to start all over again. Jetzt haben wir sie sauer gemacht. Aber wenn sie da so vertieft ist, vielleicht können wir dann an die Krankenakten ran. Akten. Nimm, untersuchen. Das müssen die Patientenakten sein. Sie sind auf dem Tisch aufgestapelt. Nimm die Akten. Mann, wie macht man das denn, please, sie abzulenken? Please do not touch these. They are all confidential documents. I'll go and get it, shall I? I'm sorry. Are you one of the housekeepers? Okay. I just can't. And there's no... Who's being so... Ja. Okay, das hat nicht geklappt. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Und wir haben diese dusseligen Handschuhe. Damit muss ich doch irgendwas anstellen lassen. Also in der Krankenakte steht bestimmt der Name... Vielleicht können wir aber auch hier irgendwas machen. Ach, das Waschbecken. Dann mach das mal aus hier. Zack. Auch das ist immer noch sinnlos mit den Handschuhen. Vielleicht können wir mit der Uhr irgendwas noch machen. 11.40 Uhr. Da können wir nichts machen. Vielleicht in unserem Zimmer. Nimm. Können wir mit dem Medikamentenblatt was machen? Ich bin nicht verrückt. Und wenn wir ihr diese doofen Handschuhe geben, benutzen, brauche das gar nicht. Aber wir könnten zum Beispiel jetzt auf Toilette gehen. Das wäre auch noch eine Idee. Weil sie ist ja jetzt nicht mehr drin. Geh hinein. Na also, okay. Warum nicht gleich so? Vielleicht finden wir hier ja noch was. Mülleimer untersuchen. Sieht so, als wäre es lange nicht mehr geleert worden. Da sind viele weggeworfene Medikamentengefäße drin. Anderes ekliges Zeug. Boah, so ein Krankenhausmüll ist bestimmt auch echt. Notiz lesen. Bitte unterlassen Sie es, Nachrichten auf dem Spiegel zu... Es wird momentan Schwierigkeiten haben, ein hohes... Maß an, muss, weiß ich nicht, Sauberkeit aufrechtzuerhalten. Aufgrund der plötzlen Abwesenheit unseres Reinigungspersonals sind wir alle Patienten aufmerksam zu sein und uns zu helfen, sauber zu halten. Okay, Spiegel.
kann mich nicht ansehen. Der Spiegel ist zerbrochen, eine große Glasscherbe liegt daneben. Oh. Heißt es, die... Ach so, wir nehmen sie. Wenn sie die an mir finden, halten sie mich für einen totalen Psycho. Aber sie könnte auch nützlich sein. Ich riskiere es. Klingel. Nein, die möchte ich jetzt nicht. Toilette. Die können wir uns anschauen. Eher schmutzig. Der Deckel ist unten. Was kann ich machen hier? Irgendwie den Deckel öffnen oder so? Okay, können wir da jetzt raufgehen? Ah, ich kann die Kühlung betätigen. Hm. Vielleicht können wir das hier der Toilette geben, damit wir das runterspülen können. Oder genau, Handschuhe und dann runterspülen, sodass es stecken bleibt. Dann muss die Schwester kommen, ist nicht da und wir können in die Krankenakte gehen. So ein Kram halt. Kannst du da irgendwas anderes machen? Benutzen. Nein, nein, du sollst die Scherbe, will ich. Glasscherbe benutzen. Kann mir nicht vorstellen, wie ich das hier verwenden sollte. Untersuchen. Das ist ein sehr scharfes Stück Glas aus dem zerbrochenen Spiegel. Ein bisschen näher ran vielleicht. Vielleicht klappt das dann mit dem Ding. Benutzen. Also ich kann es nur geben und benutzen, aber das Ding hier wahrscheinlich auch nicht. Nee. Okay. Also das klappt alles irgendwie nicht. Ich benutze mal die Klingel. Was kommt dann? Kommt dann die Schwester? Hallo? Na, das klappt ja super. Someone is coming. Oh, da kommt tatsächlich einer. Lass mich raten, die Schwester. Die Schwester. Ja, ich hab's gewusst. Und dann ist sie nämlich abgelenkt. Have you rang the bell? Is there an emergency? Ich wollte sie nur daran erinnern, dass ich bereit bin, nach Hause zu gehen. Ich habe ihn aus Versehen gedrückt. Tut mir leid. Ich wollte sehen, wie lange sie brauchen, um auf die Klingel zu reagieren. Ich fühle mich etwas benebelt. Ich habe aus Versehen gedrückt. I pressed it by mistake. Sorry. Oh. All right, it happens, I guess. I'll see you later. Okay, wir müssen also die Schwester wegen irgendwas hierher holen. Und ich habe jetzt mal lieber gesagt, dass sie benebelt ist, weil... Suche. Genau, wir gucken mal im Müll, ob wir da was finden. Ich nehme eine dieser Medikamentengefäße. Aha. Kannst du das irgendwie benutzen? Untersuchen. Es ist ein Einwegmedikamentengefäß für Tabletten und Flüssigkeiten. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Jetzt haben wir allerlei Kram. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten die Toilette verstopfen. Der Deckel ist schon oben. Okay, was können wir noch machen? Können wir das benutzen? Okay, das funktioniert also auch nicht. Ich werde mir etwas einfallen lassen, was ich hier als nächstes tun werde, um Madamchen hierher zu locken. Weil wenn Madamchen hier ist und sich um ein verstopftes Rohr kümmern muss oder sonstiges, dann... Natürlich kann das auch sein, dass wir der anderen Patientin irgendwas geben. Die Scherbe vielleicht. Und dann geht sie hier hin und will sich umbringen. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Deswegen denke ich gerade eher ein bisschen sachlicher und praktischer. Als halt irgendwas, dass wir irgendwas machen, womit sie sich auseinandersetzen muss. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir die Akte mit Mamas Namen herausbekommen und so weiter, damit wir irgendwann mal rauskommen. Bis dann. Wir sehen uns im nächsten Part von The Cat Lady. Ciao.